Hallo und willkommen zurück. Wir haben eine Gondel. Jetzt werden wir testen, ob die funktioniert. Wir müssen jetzt nur noch in den Arbeitsbereich einfügen. Wir haben Arbeitsbereich 1. Da kommst du rein und du. Dann haben wir noch Arbeitsbereich 2. Das bist du hier oben. Zack. Wie viel Geld kostest du? Ein Taler. Wir machen 3 Taler. Wir machen erstmal 3 Taler. Wie Taler machen wir hier? Hier haben wir auch 3 Taler. Gut. Wie wäre es mal, wenn er jetzt hier antanzt? Tierarzt rufen. Du wirst schon geholt? Okay. Ich brauche die nicht so weit latschen, ne? So. Denke, ne? Das können wir doch hier ins Zimmer noch. Irgendwas Günstiges. Essen und Getränke. Was haben wir denn Schönes noch? So, Getränke. So, dann machen wir das einfach hier. Stellen wir dahin. Sifti. Hier machen wir erstmal eine Haltestelle fürs Essen. Aber noch ein Infopunkt. Gut, ab in den Arbeitsbereich. Ja, die sollen sich endlich mal um die Nilflughunde kümmern. Oh, Spiel, bitte. Ja, da sind sie schon dran. Haben wir noch irgendwas um Erweitereinrichtungen? Sollte sich gleich gegeben haben. Warten mindestens bis halb voll. Ja, das muss erstmal ein Kreislauf werden. Oh, wie viel Meter haben wir? In der Reichbahn? Okay. Mitarbeiterraum. Ich hoffe, das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Mitarbeiterraum klein. Negativ. Aus mit negativem Einfluss. Das ist Kacke. Das ist doch Kacke. Kriegen wir hier erstmal noch einen Weg ein. Den guten Mitarbeiterweg. Und fügen den hier erstmal ein. Ja, das muss ich erstmal alles selbst tragen, ne? Oh. Der Strom.
kein Strom. Naja, das kostet wenigstens nur Anschaffungskosten. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Gut. So, es müsste sehr langsam vorangehen, dass sich der Kreislauf stabilisiert hat. Es hat sich verletzt. Okay, der wird hingeholt. Ey, das fällt ja alles auseinander, ne? Boah, alles ist im Arsch. Jawohl. Wie sieht's aus mit Geld? Potenziell jährliche Einkommen, jährliche Betriebskosten. Heiland. So, wie sieht's aus mit der Zufriedenheit? Wir sollten noch was für die Bildung tun. Wo können wir noch viel für die Bildung tun? Hier. Oh, hier ist erstmal auch großer Pausenplatz, ne? Haben wir hier keinen erreicht? Moment. Erreichbarer Pausenplatz. Sieht's aus mit negativem Einfluss? So, negativer Einfluss. Herzlichen Grenzen. Wir sagen, das ist Arbeitsbereich 2. Endlich wollte ich das so effizient wie möglich halten. Können wir nicht noch ein paar hinstellen? Einfach, weil es geht. Zurück. Der Eingang ist verstopft. Oh, Leute. Was ist mit meinen Technikern los? Ich hoffe, ich wirtschafte mich jetzt nicht nochmal zugrunde. Ja, der Eingang ist viel zu klein. Können wir eventuell noch einen zweiten bauen? Einen zweiten Park, Ein- und Ausgang? Eingang. Könnte man sich das nicht erschießen? Weil ich glaube, das trägt auch dazu.
Ist das jetzt richtig rum? Ich weiß es nicht. Wir werden es testen. Wir werden es mal uns angucken hier. Hier ist ein Gäste-Spawner. Hier muss doch irgendwo... Hier muss doch irgendwo... In Richtung... Gebäude. Hier vorne ist er. Okay, die Klappen sind nach da gerichtet. Klappen sind noch da. Also wird der, denke ich mal. Kommen sie jetzt da rein und raus? Gibt es hier eigentlich eine Richtung? Oder habe ich es jetzt komplett kaputt gemacht? Ich glaube, ich habe es komplett kaputt gemacht. Setzen wir doch lieber hier noch ein... Setzen wir das Ding doch lieber hier hin. Macht doch mehr Sinn. Setzen wir das Teil doch lieber hier hin. Das macht doch dann unterm Strich mehr Sinn. Der ist oben so verbaut. Wir machen das jetzt mal so. Weg. Weg. Weiß ich nicht, ist das... Ich gehe nach Hause diesen Monat. Durst. Das war kein schöner Tag, Zeit zu gehen. War mal ganz im... Ich verstehe das hier gerade nicht. Macht das so rum mehr Sinn? Oder kann ich das so gar nicht machen? Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Wieso kommen die hier nicht rein und raus? Hä? Jetzt verschwinden die. Hunger, Durst. Nirgendwo hingehen. Funktioniert so nicht. Funktioniert so nicht. Kann ich so nicht machen, weil die kommen nicht da rein und raus. Ich muss sie in den Park mehr verteilen. Ich habe hier gar nichts abgespeichert, oder? Aber eigentlich doch schon. Zack, zack. Irgendwie kommt mein Personal da nicht ganz so mit. Okay. Bänke. Zurück. Also können Sie den zweiten Ausgang denn nicht nehmen? Könnte man das komplett entlasten? Fehlen die Gondeln? Die machen wir. Ja, wir müssen auch was an den Toiletten ist gut. Essen, Getränke.
Was fehlt uns jetzt noch? Tiere. Wir gucken jetzt nach den Tieren. So, Tiere. Was fehlt uns denn? Euch. Okay, Fuchs. Was hat der Fuchs denn noch für Probleme? Lebensqualität. Haben wir von dem Fuchs noch irgendwas, was wir da reinschmeißen können? Gehege. Art. Der Rotfuchs. Wo bist du? Wir richten jetzt erstmal die Gehege aus. Wir brauchen Lebensqualität und das. Verhalten. Lebensqualität durch Spielzeug. Den geht es jetzt auf jeden Fall schon mal besser. Welches Tier geht es denn noch nicht so gut? Euch. Dann haben wir noch den Bogo. Dieser Elbär. Okay, Bildungswert haben wir hoch. Ihr seid relativ gering. Was fehlt euch? Lebensqualität durch Futter. Können wir noch irgendwas hochreißen? Es wird. Wurst. Wollen wir hier nicht noch eine Einrichtung hinsetzen mit Getränke? Kaffee. Eigentlich, wenn ich hier drauf klicke, nicht direkt ein Arbeits... nicht erstellen. Mehr erfahren. Nee, schade. Ich muss den manuell hier reinsetzen. Okay. Dann machen wir das. Arbeitsbereich 1. Nur mal ein paar Getränke raus. Gut. Bänke. Jetzt noch ein paar Bänke setzen. Ja, es geht jetzt um die Feinheiten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao.